Hi, willkommen bei Grill & Chill, Barbecue und Lifestyle. Heute machen wir Moink Balls. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Für unsere Moink Balls, die wir heute machen, brauchen wir nicht viel. Ich habe hier Speck, Gruyère-Käse, ein bisschen einer mit Zug, dann zweimal 900 Gramm Rinderhack, die Bucking Berry Soße werde ich noch mit ein bisschen Ketchup anmachen. Das wird dann, mit dem wird dann gemobbt, da werde ich noch einstreichen. Das gibt zwei Versionen. Ich habe hier den Klaus Magic Dust und noch den Cherry Chipotle von Ankerkraut. Wir werden da die zwei Versionen machen, mal testen, welches besser sind. Räuchern werde ich das Ganze mit Cherry Chips vom Weber. Habe ich da noch was rum? Und ja, denke, wir starten gleich mal durch. Fangen gleich an mit der Soße. Habe hier noch die Bucking Berry. Passt sicher gut dazu, zu dem ganzen Sherry-Style. Dann die gleiche Menge Ketchup. Das Ganze gut verrühren. So, fertig. Unsere Mopsauce. Nehmen wir mal eine Schüssel. Machen da circa 3-4 gute Esslöffel rein. Dasselbe vom Klaus Magic Dust. Ja, dann heißt's vermischen. Das gut vermischt haben, nehmen wir hier den Schneeball voll. Nehmen wir so einen Gruyère-Käse da und die Mitte rein. Dann gut verschließen. Schöner Ball. Geht's los mit dem Speck. Ja, das machen wir jetzt mit dem ganzen schönen Fleisch hier. Dann sehen wir uns gleich wieder. Honorit, der ist schon am Einheizen. PartyQ macht da seine Arbeit. Noch zur Info, PartyQ Umbau mit auf Elektronet-Style. Wenn ich euch oben ein. Bis gleich. Nun haben wir unsere Balls fertiggestellt. Ich habe hier 170 Grad eingestellt. Werde die mal auflegen. Der PartyQ macht hier seine Arbeit richtig gut. Zumachen. Wir wollen natürlich noch Chips reinmachen hier. Nicht vergessen. Cherry Mood Chips von Weber passen sicher hervorragend zum Cherry Chip Bottle. Dann geht es auch schon gleich los. Die habe ich 15 Minuten, 20 Minuten gewässert. Ja, es fängt an zu rauchen. Schmeckt sehr lecker. Deckel zu und weiter geht's. Gut 20 Minuten sind rum. Schauen wir mal rein. Die sehen schon sehr gut aus. Dann wieder die Soße. Dann wird das schön geschnitten hier. Yeah.
gute 20 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Ich würde sagen, sehr lecker. Braucht immer noch, wie verrückt. Ja, dann sehen wir uns gleich im Anschnitt. Hier haben wir die schönen Stückchen. Sehen mal sehr lecker aus. Nach gut 20 Minuten habe ich sie rausgenommen. Jetzt einmal Cherry Chipotle. Und dann haben wir hier Magic Dust von Klaus. Und dann würde ich sagen, es geht zum Kosten. Cherry Chipotle, nicht zu süß. Sehr guten Geschmack. Raucharoma ist drin. Da kann man nichts sagen. Super. Probieren wir nach Klaus. Hat was. Ist auch sehr gut. Eher ein bisschen süß. Nicht so scharf für die Kinder. Genial. Wer es ein bisschen schärfer mag. Ein bisschen Chili rein. Absolut gut. Ja. Ankerkraut versus Klaus. Sind total verschieden. Sind beide sehr gut. Der von Ankerkraut würde ich sagen, etwas für die älteren Leute. Nicht für die Kinder. Schon relativ mit Pfupf, aber das kommt sehr gut. Guter Rauchgeschmack, Käse passt hervorragend dazu. Hier haben wir den Klaus, Magic Dust von Klaus, auch sehr gut. Ist nicht ganz so scharf, aber er hat ein bisschen mehr Süße drin. Für Kinder so absolut genial. Wenn ihr es ein bisschen schärfer wollt, Chili rein, ist kein Problem. Ja, und ich würde sagen, es ist ein Unentschieden. Sind beide sehr gut. Ich würde mich da nicht festlegen. Probiert beide am besten aus. Ansonsten geht ihr auf meine Facebook-Seite, unten verlinkt. Grim Chill Barbecue and Lifestyle International. Da ist so oberst gleich der Excel-Mischrechner. Habt ihr verschiedene Rub-Mischungen, die ihr selber machen könnt. Und bis demnächst bei Grim Chill Barbecue and Lifestyle. See ya!